Hallo allerseits und willkommen zu einer Sonderfolge von 2014 F1. Gleich folgt eine Szene von besonderer Bedeutung. Für alle meine lieben Zuschauer, keine Angst, kein großartiger Spoiler, also ihr könnt das gerne anschauen. Höchst amüsant und höchst brisant, aber ich gebe einfach mal ab an mich selbst, also an meinen Live-Kommentar. Stimmt eigentlich soweit? Warum er da aber blockiert? Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Was? Was? Der Mercedes hat einen Marussia auf sich drauf gehabt. Was war das denn? Wie geil. Der ultimative Bug. Ich konnte gerade meinen Augen nicht trauen. Da schiebt der Mercedes den Marussia hier durch die Box. Aber wie? Ich glaube, das muss ich extra rausschneiden. Das ist ja ein absolutes Highlight. Oh Mann. Spiel, Codemasters, was war das denn? Mal schauen, ob es dafür eine Strafe gibt, weil der Mercedes hat den ja auf sich drauf gehabt. Ja, was war das denn? Das habe ich in all den Jahren F1-Spielen bei Codemasters so auch noch nicht erlebt. Und jetzt seid ihr gefragt. Ihr seht bestimmt im Videotitel die Stelle Bugs, Bugs, wir brauchen Bugs, was geht man da? Genau das könnt ihr nämlich beeinflussen mit einem Kommentar von euch und einer Beschreibung dieser Szene, wie zum Beispiel der Marussia aufs Korn nehmen oder der Mercedes hat den Marussia auf den Arm genommen. Diese beiden gehen natürlich nicht mehr, beziehungsweise der eine steht ja schon da. Und da bin ich einfach mal gespannt, was ihr euch da so Kreatives einfallen lasst. Ihr habt dafür genau 47 Zeichen und bis maximal dem 20. Februar Zeit. Also am Samstag, dem 21. Februar, werde ich es dann auswerten. Was mir am besten gefällt, das werde ich nehmen. Ihr könnt die Zeichen ganz einfach zählen, indem ihr eure Stelle einfach mal bei Word einfügt und dann auf Wörter bzw. Zeichen zählen lasst. Morgen gibt's dann das freie Training aus Monaco mit dieser Szene. Das freie Training lohnt sich doch immer, spätestens jetzt seit dieser Aktion. Und das Ganze folgt natürlich wie gewohnt um 17 Uhr. Also bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.